und willkommen auf Van Americana. Ich bin der Jens und stehe im Oski rum, wie so oft. Ich setze mich aber jetzt hin und fahre los. Eine knappe halbe Stunde unterwegs bin ich jetzt hier in Wangs angekommen. Lebensmitteldiscounter, Lidl heißt er. Großer Parkplatz mit viel Platz für den Oski und den Zöppel. Und jetzt warte ich mal auf den Kai, der stand vorhin noch im Stau und hoffe, dass der jetzt dann gleich einfliegt hier. Shopping. Ja, der Oski ist im Moment etwas spartanisch, was Getränke und Essen betrifft. Nämlich sozusagen null. Drum gehe ich jetzt mal zum Lidl rein und hole noch ein paar Sachen. Und der Einkauf ist erledigt. Im Kühlschrank herrscht nicht mehr ganz so eine gähnende Leere. Der Kai ist noch nicht da. Aber ich glaube, lang wird es nicht mehr dauern. Noch ein Wort zum heutigen Tagesziel. Wir fahren jetzt mal in das St. Galler Oberland. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Es gibt nicht nur ein Werner Oberland oder Graubündner Oberland oder Zürcher Oberland, sondern auch ein St. Galler Oberland. St. Gallen hat eben auch einen gewissen Anteil am Alpenhauptkamm. Und wir fahren jetzt da mal in das Taminatal rein. An klangvollen Orten wie Vadura und Fettis vorbei. So, der Kai ist da und parkt mich zu. Nein, parkt schön nebendran. Hat lange gedauert bei ihm, der Arme. Ja, der leuchtet mich da wieder an. Die Sonne ist gerade aufgegangen im Nachbarauto. Ich muss einfach mal unbedingt dran denken, die Sonnenbrille mitzunehmen. Oh, Jens, servus. Hallo, hallo Kai. Da sind wir wieder. Jens, Kai, Oski, Zottel, Co-Pilot, alle beieinander. Das Dreamteam ist wieder zusammen. Genau. Und das Wetter passt auch, es regnet. Genau, diesmal trifft sich's. Der Oski wird angerufen. Angerufen. Kai war gerade zu Besuch bei mir und jetzt fahren wir mal dort in das Taminatal hoch. Ja, hier in Bad Ragaz sieht schon echt weihnachtlich aus. Und wir gehen campen. Ja, das ist schon ganz witzig. Und Bad Ragaz hat immer eine sehr schöne Weihnachtsbeleuchtung. Insbesondere da das Hotel, der Quellenhof, das macht schon was her. Wir gehen jetzt hier aus dem Tal raus, den Berg hoch. Ja, die Straße hier, das dürfte genau das Richtige für Kai sein. Richtig schön steil, kurvig. Zweiter Gang, gelegentlich mal der dritte Gang. Da müssen die Autos schon gut arbeiten hier hoch. Jetzt sind wir schon knapp 900 Meter hoch. Hier in Pfäfers und hier biegen wir jetzt eigentlich vom Rheintal erst in das Taminatal rein, wo uns dann zum Stellplatz führt, hoffentlich. Ja, jetzt geht es da durch den tiefen, dunklen Wald. Zwischendurch mal vom Straßenverkehrsamt noch eine Bude, eine Garage. Die Gegend hier, die ist schon gut einsam. Es hat da auch links und rechts gelegentlich mal noch ein Plätzchen, wo man sich hinstellen könnte eventuell. Ist natürlich jetzt in der Dunkelheit alles nur schwer zu erahnen. Bei Tag ist jetzt dieser Abschnitt hier ganz spektakulär. Rechts geht es runter zu so einem kleinen Stausee und links geht es hoch auf den Kalander. Der Kalander ist über 2800 Meter hoch und wir sind hier etwas um die 900 rum.
könnt ihr euch ausmalen, wie steil das ist. Also der Gipfel ist Luftlinie wahrscheinlich kein Kilometer von hier. Da geht es jetzt also richtig die Wand hoch. Aber das seht ihr dann morgen. Und da tauchen die Lichter von Vettis auf. Und hier geht dann die Straße zum Gigerwaldsee ins Kalfeisental. Mein Gott, diese Namen, ja, ich weiß. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt mal herauszufinden, wie weit wir da in dieses Kalfeisental reinkommen. Ansonsten hätten wir dann auch noch eine Alternative hier hinterm Ort. Nehmen wir mal an, es ist dann gerade angeschrieben, kurz nach dem Ortszentrum, ob man da hochkommt oder eben auch nicht. Kleiner Zwischenstopp an der Dorftankstelle von Vettis. Jetzt habe ich hier einfach mal noch schauen wollen, ob es hier Wasser gibt. Ja, gibt es nicht. Ich habe im Tank nicht 1 Liter Wasser, weil das war irgendwie heute nicht mehr möglich, da noch aufzufüllen. Naja, der Kai hat genug dabei und dann bediene ich mich halt bei ihm. Ja, wir müssen da gar nicht allzu weit reinfahren. St. Martin, das ist hinten im Tal, und Gigerwald, das ist beides geschlossen. Also können wir hier gerade wieder umdrehen. Hat ja schön Platz. Und fahren jetzt statt ins Kalfeisental Richtung Kunkels. Hört sich auch lustig an. Kleine Geschichte noch zu Vettis hier. Vor Jahren war ich mal mit einem Kumpel hier und der meinte, die Leute gucken ja alle so komisch, wenn wir hier durchfahren mit dem Auto. Das ist jetzt sicher 10 Jahre her. Und ich hatte ihm damals gesagt, ja, die sind halt Autos nicht gewöhnt hier in diesem abgelegenen Tal. Aber das hat sich, glaube ich, gründlich geändert. Stehen überall Autos rum, auch moderne Autos. Und zwar eigentlich auch dazumals nicht anders. Aber es ist natürlich schon so, der Ort hier ist abgelegen. Die Leute wissen genau, wer hat welches Auto, wer fährt wann wo durch. Wenn man da als Fremder durchfährt, dann wird halt schon mal geguckt. So ist das in diesem Bergdörfern. Die Straße, die führt jetzt vom St. Galler Oberland wieder nach Graubünden über den Kunkelspass. Das ist aber kein richtiger Pass in Anführungsstrichen. Das ist mehr so für Fußgänger und gelegentlich mal einen Einheimischen mit dem Auto. Es braucht auch eine Fahrbewilligung für. Die muss man sich hier auf der Gemeinde holen. Und das ist dann auf der anderen Seite, auf der Graubündner Seite, dann sehr, sehr, sehr steil. Und auch Naturstraße würde ich jetzt heute Abend mit dem Oski, glaube ich, nicht machen wollen. Google Maps zeigt hier an dieser Straße im Luftbild doch einige Plätze. Und in Street View liegt dann da schnell mal irgendwie ein Holzhaufen rum oder steht irgendwie ein Bauwagen oder irgendwas. Aber die Chance ist groß, dass wir unsere Autos hier irgendwo abstellen können. Hier haben wir schon Platz. Mal schnell mit Kai reden. Also hier hätte man auf jeden Fall schon mal ein schönes Plätzchen. Wir fahren jetzt aber noch ein kleines Stück weiter hinter. Gucken mal, was es noch so gibt, was einem vielleicht ein bisschen Angst machen kann. Es gibt Wölfe hier. Es gibt ja am Kalander eben ein ganzes Wolfsrudel, was jedes Jahr für Nachwuchs sorgt. Und der Nachwuchs, der streunt dann da auch ein bisschen umher. Und es könnte einem jetzt durchaus passieren hier in dem Tal, dass man da auf einen Wolf trifft. Aber die Wölfe sind erwiesenermaßen sehr, sehr, sehr scheu. Und die bemerken einen auch, bevor man
den Wolf bemerkt. Also man wird die gar nie zu Gesicht bekommen, wenn man nicht wirklich genau weiß, wie man das am besten anstellt. Es hat dann ganz hinten eben noch einen Wanderparkplatz. Das ist dann der letzte Parkplatz vor dem Fahrverbot. Da fahren wir jetzt auch noch hin. Und da vorne sehen wir schon das Fahrverbotsschild und hier hat es eben auch noch mal einen Platz. Jede Menge Platz für unsere zwei Autos. Angekommen in der Pampa. Jetzt sind wir 8:30 und ich denke, der Kai hat Hunger und ich habe auch Hunger. Und da müssen wir jetzt was gegen tun. Jetzt wird gekocht. Aber nicht im Oski heute. Heute stinke ich mal den Sattel ein. Jens, hat dich der Wolf gefressen? Ruhe. Totenstille, jetzt kommt der Wolf raus, ne? Bitte? Oder ist hier auch Rotkäppchen? Ne, ist der Wolf. Ach, du bist schon dran. Wir haben nämlich noch überlegt, was wir essen wollen und haben entschieden, wir machen es uns nicht ganz einfach, aber mittelmäßig einfach und machen Spaghetti Bolognese. Der eine hat Zwiebeln dabei und Knoblauch, der andere... Ja, was hat der andere dabei? Ah, Hackfleisch hat der andere dabei und das kommt dann in einen Gemeinschaftstopf. Hast du einen großen Topf oder einen mittelgroßen? Der größte ist... Okay, ja, das ist wie meiner, ähnlich. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich 600 Gramm Hackfleisch. Vielleicht teilen wir das. Darf ich von deinen Reisnudeln auch ein paar haben? Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich Reisnudeln wirklich dabei habe, okay, bevor ich hier das Maul aufreiße. Aber ich habe theoretisch auch noch andere Nudeln. Okay. Ich guck mal kurz. Ach, ist das armselig ohne Wasser. Jetzt muss ich mir noch Wasser zum Kochen beim Kai holen. So, Oski macht die Kartoffeln, die wir morgen essen. Und jetzt heute sind wir beide in Zottel am Werkeln. Okay. Jens ist dankenswerterweise mit seiner Zwiebel zu mir gekommen, um die hier zu schneiden, dass mir auch schön die Tränen kommen. Finde ich ganz toll, Jens. Ansonsten neben Zwiebeln, Hackfleisch. Da seht ihr mich hier gleich in Tränen ausbrechen. Was ist das? Pilze. Und Nudeln, Reisnudeln. Zwei Tomaten liegen da noch. Ja, und jetzt geht's mal los hier. Also mit dem Messer. Echtes Kochmesser. Und einer hat sich gerade eben schon über die viele Arbeit beschwert und meinte, wie viele Pilze willst du eigentlich noch waschen und liefern? Ich bin immer wieder erschüttert, wie wenig Power diese Flammen haben. Aber es sind halt 2 Kilowatt und nicht 4. Zu Hause hast du 4. Ja, und keine Boost-Funktion wie bei der Induktion. Genau. Da geht halt nichts. Worin kochen wir die jetzt? Hast du noch einen zweiten Topf? Ja, aber der ist nicht so groß. 500 Gramm Hackfleisch und ein Kilo Pilze. Da brauchst du nicht mehr viele Nudeln. Den Doktor. Einfach muss es sein. Im Camper kochen. Einfach. Wenn ich den gastronomischen Regeln entspreche. Nee, hier zahlt auch keiner. Die Soße und die Nudeln sind fertig. Allerdings besitze ich kein Abgießsieb. Das holt jetzt Jens noch kurz, dass wir die Nudeln abgießen können. Das Sieb ist da noch ungenutzt. Dann gucken wir mal, ob das was kann. Brauche ich auch noch sowas. Gleich, weil wir nicht genug Wasser hatten, beziehungsweise der Topf zu klein. Das ist egal. Ich esse alles. Ja, unser gemeinschaftliches Kochen, das wandelt sich jetzt dann gleich in ein gemeinschaftliches Essen. Reisnudeln Bolognese al Funghi. Oder wie nennen wir das? Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Also, oh, die Sonne ist wieder aufgegangen. Jawohl. Was ich euch noch fragen wollte, kennt ihr diesen Weihnachtsbaum? Ja, da hocken wir vorm Essen. Jetzt müssen wir noch eine letzte Ansprache machen und dann dürfen wir essen.
Heute trinken wir auch unterschiedliche Biere. Jeder hat mal gerade noch so eine Bierflasche zusammengekratzt und mitgenommen. Was wir dann morgen trinken, frage ich mich. Da müssen wir dann wohl Schnaps trinken. Büchsenbier. Büchsenbier, das habe ich noch. Also Jens. Kai. Zum Wohl. Lass das schmecken. Gute. Zum Wohl zu Hause. Boah, kalt. Oh, die ist gut. Ich glaube, gut. Super. Schmeckt gut. Wir loben uns mal schön selber hier. Auf die Schulter klopfen. Ja, das war's. Wir essen jetzt mal in Ruhe. Ihr dürft dann beim Abwasch wieder mithelfen.